Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute das Kinder-E-Book Schmetterlingspost, eine Geschichte von Trost und Erinnerung von Urs Schaeffler vorstellen, das 2016 im Silthaler Verlag erschienen ist. Die Geschichte handelt von Niklas und seinem Opa, mit dem er wundervolle Stunden im Garten bei Abenteuern und Basteleien erlebt. Sie beginnt im Herbst, wo beide zusammen einen Drachen basteln, ihn steigen lassen und da passiert das Unglück. Der Opa verunfallt und Niklas hat große Sorge um seinen Opa, ob er wieder gesund wird. Und der rote Faden, der durch die Geschichte spinnt, ist immer die Erinnerung an Oma, die gestorben ist und die beide sehr vermissen. So gibt es immer wieder kleine Hinweise auf Oma, wo sie sozusagen Erinnerung hochkommt, und Urs Schaeffler zeigt den Kindern, wie eben die Verstorbenen in der Gegenwart wieder lebendig werden, wenn man sich an sie erinnert. Es ist ein interaktives E-Book. Man sieht hier zum Beispiel diese kleine Funktion, wenn man den Schmetterling antippt, dass dieser herumflattert. Und es gibt eine Vorlesefunktion von Susanne Ehrentop, ist die Sprecherin, und wir hören mal rein. Opa? Findest du nicht auch, dass die Wolken drüben über den Apfelbäumen wie Omas Kartoffelpuffer aussehen? Sagt Niklas plötzlich. Ja, Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Die haben wir beide immer um die Wette gegessen, erinnert sich Opa. Jetzt kann Oma keine mehr backen. Da hängt sie für uns Wolkenpuffer über die Apfelbäume. Wirklich eine gute Idee. Das letzte Mal hatte sie Apfelmus auf ihren Jackenärmel gekleckert, erinnert sich Niklas. Genau. Und wenn wir jetzt so von ihr reden, meine ich direkt, sie steht neben uns in ihrer roten Lieblings. Ihre warme Stimme verleiht der Geschichte den runden Klang und wir sehen, dass die Wörter immer aufleuchten, während sie vorliest, sodass auch Erstleser gut mit diesem Text arbeiten können. Susanne Luther-Timm hat die Illustrationen geschaffen, die wunderbar zu dieser Geschichte passen. Es ist eine warme, liebevolle Geschichte, beeindruckend und herzlich. Und daher empfehle ich sie ganz gerne. 5 von 5 Sternen. Das E-Book gibt es bei Apple iBook Store für 4,99 €. Und bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Bönig.